Heute geht's auf eine Tour, die wir schon mal gezeigt haben, allerdings bei ganz anderen Verhältnissen. Schön, sehr schön. Hallo und Grüße aus Miesenbach, ich bin Flutterby und heute geht's auf eine Tour, die wir schon mal gezeigt haben, allerdings bei ganz anderen Verhältnissen. Nämlich auf die Gormannhütte und auf den Plattenstein. Und da nehme ich euch einfach mit, weil sonst wird mir in die Finger kalt. Ja, es geht bekanntermaßen da hinauf. Alle Leute, die das Originalvideo schon mal gesehen haben, die wissen das. Und dann sind wir sofort auf einer Vorstraße. Ja, da will einer mit aller Gewalt verhindern, dass man den Parkplatz findet. Hm? Domberg über Schweighof, Gormannhütte über Wurzelsteig, siehst du das? Und von da drüben dann werden wir herunterkommen. Ja, die Eschen sind außer Betrieb inzwischen. Schau, wie schön diese Lerche noch gefärbt ist und die Nadel noch behält. Das ist schon sehr hübsch da. Ja, nach vielleicht 10 Minuten Anstieg ist man auch schon in der Sonne. Das glaubt ja nur keiner von den unten gebliebenen. Kann man sich denken, dass oben schon die Sonne ist? Ja, dieser Gedanke ist auch gar nicht so schlecht grundsätzlich, aber die Leute sind zu faul zum früh aufstehen. Und bereust du, dass du früh aufgestanden bist? Du musst sehen, was dann am Gipfel so ist. Eine kleine Kapelle hat er, also die sakrale Infrastruktur ist gegeben. Da drüben gibt es ein kleines Engelchen. Wird ein karges Dasein sein, aber es ist noch scheinbar in Betrieb. Die Kühe waren zumindest aktiv, wenn wir das letzte Mal da waren. Ja, bei dem Gehöft hat man nette Aussicht. Und da kennt man glatt die Wegweiser versäumen, die uns da hinaufweisen über Ochsenweg oder Wurzelsteig zur Gormannhütte. Vorne folgen wir jetzt dem roten Pfeil nach rechts, dass wir den Wurzelsteig erreichen. Weil den Ochsenweg wollen wir nicht, der ist uns zu minder. Im Wald und mit ein bisschen mehr Höhe hat man tatsächlich jetzt so etwas wie eine Schneedecke, die macht knarr knarr. Das hätte man gar nicht gedacht. Und die drehen uns alle den Rücken zu, den Wegweiser. Sehr, sehr garstig. Also Schweighof in 30 Minuten, da kämen wir her. Und Gormannhütte über den Wurzelsteig in 1/4 Stunde ist da angeschrieben. Der Wurzelsteig. Schaut noch gar nicht so wurzelig aus, gell?
zugedeckt ist. Ja, ich kann dich beruhigen, es hat aufgedeckt auch nicht so wurzelig ausgehört. Ein Stück über den Wurzelsteig wird ziemlich steil gleich am Anfang, aber steiler als da wird es dafür auch nirgendwo mehr. Das muss man halt individuell dann entscheiden, ob man vielleicht doch zumindest Grödel nimmt. Nach einem kurzen Anstieg erreicht man da dieses wunderschöne Platzl, das ich damals mit Israel schon besucht habe. Und da kann man einen kleinen Abstecher machen, der sich auch lohnt. Ja, es ist nicht hübsch da. Wir sehen da die Skiwiesen drüben am Unterberg. Da hinten haben wir das Hocheck und der weiße Gipfel, der viel höher ausschaut, als er eigentlich ist, ist der Ötscher. Eine wunderbare Sicht hin. Ja, das ist schön klar. Ein Schritt zu weit wäre schlecht. Abweisend felsig ist die dürre Wand von der Seite da in Richtung Plattenstein. Also wer kann, sollte sich dieses Aussichtsplatz nicht entgehen lassen. Das sind nur ein paar Schritte und ist wirklich, wirklich schön. Drüben ein bisschen unter uns sieht man jetzt die steilen Abstürze, wo wir vorher unseren Abstecher gemacht haben. So frühwinterliche Verhältnisse. Das hat richtig was. Der Schnee ist noch nicht mühsam, weil er niedergetrampelt. Aber er ist schon schön, weil weiß ist ja egal, ob jetzt 5 cm oder 50. Ja, dort bei der Iweische ist nicht mehr viel los. Und, habe ich dir da zu viel versprochen, dass das eine schöne Wanderung ist? Ja, also wer Wacholderbeeren braucht, da gibt es einen tragenden Strauch. Da haschen wir jetzt einen Blick auf unseren Parkplatz. Da gibt es, glaube ich, inzwischen ein weiteres Auto. Überrennt wird es jetzt noch nicht sein um die Zeit. Ja, weiteres Mal sind wir auf den Kamm angelangt. Und jetzt wird es endgültig. Eine ganz sanfte Wanderung.
Ja, weit ist es nicht mehr. Da drüben sieht man das Gipfelkreuz. Ja, ehe man sich's versah, echt nur eine dicke Ormannhütte auf dem Plattenstein. Vorne glänzt sie in der Sonne, beziehungsweise das Nebengebäude mit dem Winterraum und Notbiwak. Tja, Stempel leider nicht. Bergfrei von Plattenstein. Da waren wir doch schon einmal, ne? Allerdings nicht bei so einer winterlichen, herrlichen Aussicht. Damals war ich schon ziemlich am Abend und wir haben einen großartigen Sonnenuntergang genossen. Und jetzt genießen wir ein großartiges Panorama. Da ist schon jetzt richtig schön verschneit schon, gell? Gemeindealpe sieht man da. Ein bisschen so windig ist hier oben. Wir sehen dann weiteren Verlauf vom der Türenwand mit dem Katharinenschlag und dann später noch Öler und Schober. Kuhschneeberg, der richtige Schneeberg. Auf der anderen Seite dann noch Stuhleck und Hochwechsel. Aber das schimmert dann nicht mehr zwischen die Bäume hervor. Und, bist du zufrieden? Ja. Sehr, gell? Schön ist es. Schön ist es. Das war diesen morgendlichen Ausflug definitiv wert. Ja. So, eine kleine Gipfelrast haben wir uns genehmigt und jetzt machen wir uns wieder auf den Abstieg. Und für den Abstieg wählen wir einen Fahrweg, überwiegend zumindest. Beim Anlegen des Fahrweges hat man sich nicht lumpen lassen und hat noch einmal das Maximum an Panorama eingeholt. Ja, da wird schon mein Auto zu hinten fahren, weil da wird ja sicher nicht den ganzen, sag ich einmal, Lebensmittel und Getränke und so weiter zu Fuß heraufkarren. Ne? Ja, die sichere Abstiegsvariante ist nicht minder schön. Erstens haben wir jetzt ein bisschen Schneeauflage und dann schnappt man wieder so angenehm. Zweitens hat man da immer wieder so kleine Schneisen drinnen und hat einen schönen Ausblick auf diese felsigen Abbrüche. Ja, da halten wir jetzt Gauermannhütte 231 und da dürfen wir drüber. Der offizielle Abstieg ist da unten.
ganz leichtes Gefälle und damit angenehm verliert man da ganz schnell an Höhe. Und jetzt irgendwann einmal ist dann aber mit diesem alten Fahrweg auch zu Ende und man erreicht endgültig die Vorstraße. Wir sind schon wieder unterhalb von den umliegenden Hügeln. Von der Höhe her ist es rasch gegangen. Man darf da nicht so optimistisch werden. Überall, wo der Wald dicht genug ist, hält sich am Boden die Kälte und damit auch Schnee und Eis. Man muss aufpassen, dass man doch noch ins Rutschen kommt. Ja, wer rettet den Baum? Hm? Wer bei mir zugeschaut hat, der sollte es eigentlich inzwischen schon kennen. Eine Eide. Auch wiederum. Ganz ein schönes, gerade wirklich als Baum gewachsenes Exemplar. Kaum zu glauben. Schaut sich diesen wunderschönen Baum an. Ein sonniger Wegweiser, sagt er uns. Fromberg und Scheuchenstein. Jetzt wissen wir bei beiden gern, wo das ist, gell? Ja, Tatsache ist, wir dürfen da diese leichte Kurve hinunter. Das ist eine hübsche Wiese mit diesen einzelstehenden Bäumen drinnen, gell? Eine sehr attraktive Landschaft. Das ist fast schon wie ein Garten oder ein Park. Ich bin immer wieder fasziniert von diesen wunderschönen Farben, die Lerchen um diese Jahreszeit noch bieten. Schau, dieses orange, golden, bräunlich, das ist schon nett. Bevor die Nadeln ganz herunten sind, sind das schon sehr attraktive Bäume. Und wir haben da jetzt unseren alternativen Abstiegsweg gewählt, damit wir nicht dasselbe hin und her trotteln. Und da vorne bei dem Gehöft gibt es die letzte Kehre für uns. Der Parkplatz fühlt sich, aber wir werden ihn wieder ein bisschen leerer machen. Glücklich ist die Abzweigung erreicht, wo wir heute in der Spur drauf vorgestanden sind und jetzt kannst du schließen. War das länger, das was wir da hinaufgegangen sind über den Wurzelsteig? Ja, ein bisschen. War es schöner? War es auch, gell? Für uns geht es jetzt nicht mehr da in 3 Minuten zum Parkplatz. Na schau, da hat einer was gegen Fußgänger. Ein Damoklesschwert hängt da oben. Ja, schau mal. Genau da jetzt da über mir, siehst du das? Genau über mir. Jetzt kennen wir den Trick ja schon. Jetzt wissen wir, dass da versteckt hinter dem Holzstoß das Schild zum Parkplatz lauert, gell? Also da ist der böse Holzstoß. Und da unten ist der brave Parkplatz. Eine wunderschöne Tour, ganz kurz, ganz knackig, gell? Gleich in der Früh her, dann ist man zum Mittag wieder daheim und kann sich noch was Schönes kochen. Schön winterlich, der Schneeberg schön, der Ötscher großartig zum Sägen, hat sich definitiv ausgezahlt, Herr Herzog. Ja, lieber Bella. Sehr gut. Ja, für alle, die zu Hause keinen Schnee gehabt haben und vielleicht auch keinen mehr bekommen werden bis Weihnachten, wünsche ich allen noch schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
es bleibt nichts weiter zu sagen, als ich bin gerade dabei und vielleicht sieht man es ja auf einer anderen Tour. Gar nicht so mies. Das ist schon weniger mies. Es ist nicht so, dass die Leute zu spät waren und denken, sie fahren erst gar nicht damit an. Und der Schneeengel hast du auch Schatzwerkdekoration. Ja, das ist nicht. Nein, das ist streng verboten. Das gefällt dir nicht. Ja. Ja, hervorragend. Das habe ich noch nie verstanden, warum das lauter Wegweiser sind und überhaupt keine Hinweise.